deine Raida, grüß Gott. Und er heißt Puh. Puh. Du musst ja auch sichtbar sein. Aber ich... Ah, bist du sonst nicht sichtbar? Aber nein. Na klar. Nur weil ich kleben geblieben bin. Unsichtbar werde ich nur noch für andere Menschen sein. Nicht aber für dich. Da kriege ich ja richtig eine Gänsehaut. Ehrenhalt! Guten Morgen, meine Herren! Ah, bist du der Nervenarzt, von dem der Schmidt erzählt hat? Schmidt, ich hab dir gesagt, dass ich nicht spinne. Herr Eder, Sie glauben also sogar, ihn gehört und gesehen zu haben. Wie Ihre Zwangsvorstellungen anknüpfen. Ich mit ihm. Jetzt kommt gleich die Bärbel, ja. Es ist so ein liebes Kind. Und ich möchte wirklich nicht, dass du das Kind, wenn das Kind geschwind wieder...